Ja, brauche ich gehofft? Nein, habe ich nicht gehofft. Das Auto wieder in ein Stück zurückbringen. Ja, ansonsten heißt es wirklich, wie es ankommt, Spaß haben. Das Wichtigste ist natürlich, komplett wieder nach Hause kommen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin zurück, das Auto auch, aber leider nicht ganz. Eigentlich war es geplant, dass wir wirklich ein Feuerwerk erleben, und zwar nicht nur während des Rennens, sondern auch am Ende des Rennens. Und da hat der Nürburgring wirklich alles organisiert. War fantastische Atmosphäre, beim Sonnenuntergang zu starten. Mein erstes Feuerwerk begann aber schon früher. Das Rennen startete gut, Auto war da, Reifen waren da, Temperaturen passten, Reifendruck war gut. Ich hatte gutes Vertrauen ins Auto. Konnte am Christian erst vorbei, dann mit ein bisschen Verkehr war der Christian wieder an mir vorbei auf der Bremse. Und dann konnte ich aber den Abstand eigentlich halten, ne? Und habe ihn immer gesehen, ähnlich im Abstand, also rundenzeitenmäßig alles cool. Habe auch nicht zu sehr gepusht, hat Spaß gemacht, durch den Verkehr zu fahren, einfach diese Eindrücke zu genießen. Und bei der Trommelbremse, wir haben es vorher schon depanisiert und wie das Ganze aufgebaut ist, ist es halt eben so, dass der Bremsdruck sich verschiebt. Gar kein Problem, vorher mit dem linken Fuß gepumpt. Jedes Mal vor der Kurve, es war ein konstanter Bremsdruck da, der sich veränderte durch den Bremsweg. War aber alles völlig in Ordnung, gab mir ein gutes Gefühl fürs Auto. Bis nach dem Schumacher S ich dann angebremst habe für die nächste links und mit dem Vorpumpen dann anschließend, Mario zeigt mir gerade einen Teil, das hier passiert ist. Das ist eine der Bremsbacken und hier sollte eigentlich Belag sein und das, was ihr hier seht, ist halt reines Metall. Sprich, wir wissen jetzt noch nicht, was der Grund war, aber auf jeden Fall hat das vermutlich alles weggerieben. Also entweder Materialfehler, dass der Belag weg war, dadurch Temperatur hochkam. Und dann zusätzlich auf der linken Seite nur, auf der rechten Seite ist die Bremse perfekt, hinten. Auf der linken Seite dann auch noch ein Sprengring, der eigentlich eine Sicherung dafür ist, dass der Weg des Brems, kriege ich noch einen Teil gezeigt, dankeschön. Das ist übrigens Part davon. Hier sollte eigentlich das sitzen, was eben dafür sorgt, dass die Bremsbacke rausgeschoben wird. Und das hat es rausgesprengt. Und damit ist natürlich der Bremsdruck weg. Das heißt, mein Pedal war ruckartig, wo ich nur angefangen habe, Bremsdruck aufzubauen mit dem rechten Fuß direkt am Bodenblech. Dann habe ich versucht zu pumpen, ging natürlich nicht, weil es nur am Blech war. Und habe damit Bremsflüssigkeit logischerweise hinten durch den offenen Zylinder gepumpt. Dadurch gab es einen riesen Rauchwolke und im Bremsvorgang dann halt auch ein kleines Feuerchen hinten links. Ja, und so bin ich ohne Bremse dann in die linke Kurve, habe halt versucht durch Runterschalten und Eindrehen des Autos Geschwindigkeit abzubauen. Das führte eben dann zum Dreher, der dann halt im Reifenstapel endete. Und das ist leider das Ergebnis des Ganzen. Als erstes habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich das Feuer wieder auskriege. Also die Feuerlöschanlage dann gezogen, bin schnell raus, einen Streckenposten mit einem Feuerlöscher zugeworfen. Dann habe ich hinten links gelöscht und geguckt am Rest des Autos, ob noch irgendwo was ist. Und das Auto konnten wir da nicht wegkriegen, eigentlich erstmal so wirklich, weil halt keine Bremse mehr da war. Das heißt, bergabrollen war halt auch nicht möglich, weil ich jetzt nicht mehr gestoppt bekommen. Ja, dann haben die Streckenposten geholfen, das Auto wegzuziehen. Und das ist dann so der Walk of Shame, auch wenn ich jetzt halt im Nachhinein weiß, dass es kein Fehler von mir war, sondern einfach Materialversagen. Es ist halt schon so, dass du dir halt Gedanken machst, was hättest du anders machen können. Erst recht im allerersten Rennen für HK mit so einem Auto. Ein Wert, den ich hier auch bewege, ein Vertrauen, was ich bekommen habe, leider so zu beenden und ein Auto zu verbiegen, was mir seit, ich glaube, 2020 nicht mehr passiert ist, in all den 24-Stunden-Rennen, VLN-Rennen. Deswegen vielen Dank ans Team. Jetzt weiß ich halt auch mit der technischen Erklärung, dass es nicht mein Fehler war und mehr hätte ich nicht machen können. Ganz im Gegenteil, ich bin happy, dass es an der Stelle passiert ist und nicht beim Anbremsen, Ende, Start und Ziel zum Beispiel, weil da ist keine Auslaufzone und deutlich höhere Geschwindigkeit. Insofern, ja, Glück im Unglück. Wir versuchen, das Auto jetzt hinzukriegen für morgen. Mario ist schon dran, Flo ist dran, die geben gerade alles und prüfen, ob wir das hinkriegen können, mechanisch. Fingers crossed, dass ich hätte euch Jungs lieber weniger Arbeit beschert. Sorry.
Ihr kennt das, aber ich wäre lieber jetzt hier und würde mit euch ein Bierchen trinken. Und es hört nicht auf, ihr merkt schon. Und einfach hier sitzen und sagen, hey, es war ein cooles Rennen. Aber ihr merkt, meine Stimme ist weg. Das liegt an den vielen Gesprächen, die wir heute führen können, vielen Interviews. Insofern war es ein guter Tag, bis auf leider das Endergebnis. Und ganz besonders leid tut es mir für den Olli Meier, der halt eigentlich im Qualifying nicht so wirklich Runden fahren konnte, weil es eben nur gelb war. Und jetzt im Rennen gar nicht zum Fahren gekommen ist. Deswegen ja, hoffe ich, dass wir A, das Auto für morgen hinbekommen. Ich habe auch noch ein bisschen was zu putzen von innen nach der Feuerlöschaktion. Und B, dann morgen wirklich mit einem intakten Auto das Rennen beginnen und beenden können, sodass das Wochenende dann noch versöhnlich läuft. Wir werden es euch verraten. Schönen guten Morgen zusammen und willkommen zurück am Nürburgring zum dritten Tag des Oldtimer Grand Prix. Ihr wisst, wie der gestrige Abend geendet ist und ich war noch bis um 2:30 glaube ich nachts da und habe mich noch ein bisschen eingebracht, das Auto zu putzen vor der Feuerlöschanlage, während die Jungs, die wirklich Know-how haben, wirklich echt gearbeitet haben am Auto, die Bremse gemacht haben, das war der einfachste Part, Achsgeometrie sich angeschaut haben und halt eben den großen Hammer ausgepackt haben, um den Vorderwagen wieder gerade zu kloppen. Jetzt bin ich gespannt, was wir heute Morgen machen. Ich glaube, jemand sagte gestern Abend, Fakt ist, wir fahren heute. Ich hoffe, dass es klappt und ich werde gleich mehr erfahren, wenn wir reingehen. Ja, hier sitzen wir jetzt. Der Mario, du hast mich heute Morgen angerufen und dann bin ich ins Fahrerlager und vor dem Auto stehend. Hast du mir dann gesagt, ich werde dich dieses Auto nicht fahren lassen, das unter Tränen und Alter. Ja, es ist... Vielen, vielen Dank. Ich gehe die Entscheidung vollkommen mit. Wir sind danach auf Probefahrt gegangen, aber erklär gerne du. Ja, es war nicht ganz einfach. Ich meine, Motorsport ist immer etwas sehr Emotionales. Ich meine, so ein bisschen Blech, bisschen Technik, das gehört immer dazu. Geil ist es halt, wenn du mit einem super Team zusammenarbeiten kannst und dann die ganze Nacht durchrupst, um das Ding wieder auf die Straße zu bringen. Wir mussten es ja leider erstmal fahrbar machen, also dass wir überhaupt mal in irgendeine Richtung gehen können und sagen können, okay, wir fahren oder wir fahren nicht. Und ja, es ist halt dann schon etwas ergreifend, wenn alle wirklich ihr Bestes geben, die ganze Nacht um die Ohren hauen und du dann feststellst, bei abschließender Testfahrt, es war nicht umsonst, aber es tut einem dann schon weh, wenn man sagt, okay, wir können es nicht machen. Das ist, und vor allem, es tut einem auch fürs Team weh, weil sich jeder den Arsch aufgerissen hat und ja, und das Ziel ist ja bei sowas, es gibt nichts, was nicht machbar ist. Das Rennen geht bis zum Schluss, bis zur Frage. Aber irgendwo ist halt dann auch die Technik, die wo sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Das ist meine Verantwortung. Ich lasse dich da einsteigen. Wir reden hier nicht von der Kaffeefahrt. Und sobald ein gewisses Risiko besteht, wird das gecancelt. Also da Emotionen hin oder her. Die Verantwortung will ich nicht übernehmen, dass ich dich da rausschicke und irgendwas passiert. Ja. Das ist, geht nicht. Ja. Rechne ich dir hoch an und auch das Auto ist ja zugelassen, es gibt Kennzeichen. Das heißt, wir sind zusammen rausgefahren und du hast gesagt, setz dich mal hinter das Lenkrad und fahr einfach mal und sag selber, was du fühlst. Und bin gefahren, die Achsgeometrie passt alles. Das Auto fährt geradeaus, es bremst geradeaus. Aber das Ding ist halt, durch den Einschlag in den Reifenstapel, vermutlich durch die vielleicht noch Lenkwinkel, den ich hatte vom Versuch des Abfangens des Autos, hat es halt irgendwo einen Schlag getan und da gibt halt die kleinste Komponente eigentlich nach und das ist in diesem Fall nicht die Spurstange gewesen, sondern irgendwo im Bereich der Lenkung zu suchen. Und damit hast du halt jetzt eine Nullstellung, die halt einen gewissen Winkel hat. Dementsprechend, diese Autos haben Schwimmwinkel, also wenn man sie wirklich hart fährt, so wie wir es jetzt die letzten Tage gemacht haben, brauchst du halt ein gewisses Feedback von der Lenkung, weil du permanent korrigierst beim Anbremsen und beim Rausbeschleunigen. Und wenn da halt erstmal so eine Viertel-Lenkradumdrehung fast ist, bevor du merkst, was die Lenkung macht, ist es einfach A, nicht fahrbar, was Performance angeht und viel schlimmer noch, einfach nicht sicher. Und ich meine, wir haben die Erfahrung gemacht und wir fahren um die goldene Ananas hier. Es ist unglaublich, was wir machen dürfen. Es ist ein Privileg, solche Autos zu fahren, zu schrauben, vorzubereiten. Und wir haben wirklich gezeigt, dass wir mit bei der Musik sind, mit dem Auto. Wir haben gelernt aus Reifendrücken vom Vortag im Quali. Wir haben geguckt, dass wir Reifenlaufbilder, Bremse, alles anschauen. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Und am Ende, wir haben halt Rundenzeiten gefahren, die waren auf gutem Niveau mit allen drei Autos wirklich. Ey, war klasse, vor allem konstant. Also wirklich schön konstant. Ja. Und wir wären vorne mitgefahren. Also du wärst vorne mitgefahren. Ja.
Auch Oliver wäre dann vorne mitgefahren. Wir als Team hätten da schon was gerissen. Also. Ich meine, haben wir so auch. Ja, haben wir. Aber ja. Das nächste Mal machen wir es besser. Ergebnis steht aus, ja. Irgendwo sind halt die Möglichkeiten begrenzt, hier zu arbeiten. Ja. Das ist halt auch immer so eine Sache. Wir können aus wenig Dingen viel zaubern. Ja. Aber irgendwo hört es halt auch auf. Das ist, ich kann hier die Arbeit nicht, ich kann hier die Sachen nicht so prüfen wie in der Firma. Ja. Das funktioniert nicht. Aber wir sind mir nicht angerichtet für. Logisch. Und ich meine, was bringt der für Ersatzteilpakete mit? Und du hast auch schon gesagt, so eine Lenkung wächst halt nicht auf dem Baum. Da gehst du nicht zum Mercedes-Center und sagst, ich habe hier eine Teilenummer. Ich brauche die mal ganz schnell per Express. Insofern, Auto war top vorbereitet. Wir haben Spaß gehabt mit dem Auto. Die Performance war da. Wir haben mit dem zweiten Reifensatz halt wirklich konstant im Rennen fahren können. Wir haben für die Fans, was wir so mitbekommen haben, eine coole Show abgerissen, quer rein, quer raus. Ich habe Spaß gehabt ohne Ende. Wer mir wirklich noch auch leid tut, ist einfach der Olli, also der zweite Fahrer auf dem Auto, Oliver Meyer, der halt schon das Pech hat, im Qualifying halt nach dem Wechsel in Doppelgelb und später einen Abbruch zu kommen und richtig, dann halt im ersten Rennen gar nicht zum Fahren kam. Und das zweite logischerweise dann auch nicht. Also da, er hat viel Spaß gehabt hoffentlich am Wochenende, weil er auch noch mit dem Ferrari unterwegs war. Richtig. Aber hat halt hier nicht die Chance gehabt, das Auto zu fahren. Insofern, ja, sorry auch da an der Stelle. Aber du hast schon gesagt, that's racing. Ich glaube, der Spirit, den wir hatten und die Emotionen, die wir mitgenommen haben und alle wirklich, die am gleichen Strang ziehen und kämpfen und gucken und sich gegenseitig versorgen. Ja, das war schon cool. Davon muss man sich erstmal erholen. Ja. Das ist schon, aber man geht ja trotzdem mit einem Lachen in den Weinaugen wieder raus, weil man hat viele neue Leute kennengelernt. Ja. Viele Freundschaften oder Beziehungen, Bekannte hat sich auch vertieft. Ja. Und man lernt sich halt da auch auf einer ganz anderen Ebene kennen. Das ist halt, ich meine, wir arbeiten hier nicht oberflächlich. Hier sind Emotionen dabei und wenn alle die gleichen Emotionen teilen, dann verbindet das einfach. Ja. Das Big Picture passt, ja. Richtig. Ja, und ich weiß noch nicht, es kann sein, dass ich dann mal zu euch kommen muss, in Anführungsstrichen. Und andere Leute würden Teller waschen gehen, ich werde dann das Auto polieren oder das, was mit meinen zwei linken technischen Händen kann. Ach, du hast die ganze Nacht mitgeputzt. Ich meine, Löschschau musste ja auch raus. Ich habe meinen Feuerlöscher gezogen, weil ich dachte, okay, Spritleitungen sind hinten links, ne, es brennt hinten links, die Flammen kann man im Video bestimmt auch sehen. Ey, du hast super reagiert, ohne Spaß. Ja. Das sieht man ja auch auf dem Video. Ja. Also da hat man auch gemerkt, dass man mit einem Profi arbeitet. Andere hätten vielleicht anderes reagiert. Ja. Versuch das Beste draus zu machen, ja. Wir kommen zu euch nach Pollingen, wir besuchen euch. Ja, auf jeden Fall. Schauen wir euch mal über die Schulter wirklich live und zeigen euch das dann auch, was ihr da wirklich macht mit der Vorbereitung und auch sowas wieder in Stand zu setzen mit Liebe zu dem Teil. Also wenn du sehen willst, wie das funktioniert, dann solltest du aber gleich kommen, weil in zwei Wochen muss das Auto wieder auf die Strecke. Also wir ruhen uns jetzt nicht aus. Ich schau mal meinen Kalender, was wir machen können. Okay, cool, mein Lieber. Wir werden den anderen und euch natürlich auch in der Betreuung der anderen Autos, die dann am Start sind, denn zwei 300SL fahren ja noch, der SLS Porter als auch das Auto von Christian, euch die Daumen drücken, euch auch tatkräftig unterstützen. Auf jeden Fall. Und hoffen, dass wir noch einen schönen Rennsonntag gemeinsam genießen. Ja, es ist Sonntag, eigentlich das zweite Hauptrennen, was jetzt stattfinden würde, leider ohne uns mit dem 300SL. Trotzdem sind zwei am Start, der zweite 300SL, der Christian, dem drücken wir die Daumen und natürlich auch der Klaus mit dem 300SLS. Deswegen laufen wir jetzt mal rüber zum Vorstart, klatschen noch mal kurz ab und dann freue ich mich auf den Le Mans Start, dem zuzusehen, wo auch immer wir da Platz finden. Ready, set, go! Rennen ist gestartet und ich habe gerade den Le Mans Start gesehen. Das absolute Highlight für jeden Fahrer, der hier am Start ist, weil es halt einfach diese Historie wieder zurückbringt, wie man es aus Le Mans kennt. Damals, Le Mans, das 24-Stunden-Rennen, ist ja eigentlich entstanden aus einer Presseveranstaltung, um eben Autos Langzeit zu testen, 100 Jahre her, wirklich, das Jahr genau, um halt wirklich zu zeigen, wie haltbar diese Autos sind. Und daraus ist eben das Rennen entstanden, was wir heute kennen. Und damals gab es eben auch schon den Le Mans Start. Das haben wir hier jetzt gerade gesehen und Rennen ist im vollen Lauf. Deswegen kümmern wir uns ein bisschen mehr ums Rennen und schauen mal selber zu. Ja,
Ich stehe hier mit Chris, der Mann, der beide Pokale abgeräumt hat. Wir stehen hier zu dritt sogar, das ist Familiensport hier. Die Pestorf setzen dieses Auto, was hinter uns einsteht, schon eine ganze Zeit ein. Ne? Wie lange seid ihr schon unterwegs? Genau 10 Jahre jetzt mit dem Auto. 10 Jahre im historischen Motorsport. Wird das jemals langweilig? Nie. Jedes Mal ist eine neue Herausforderung, macht jedes Mal mehr Spaß. Ja, und ich hab's gesehen von außen. War echt cool, dass du mich mit an die Hand genommen hast quasi. Die ersten Runden im Qualifying durfte die Chris hinterherfahren und wirklich mal gucken, was machst du mit dem Auto. Für mich meine Reifen, Bremse, alles neu. Deswegen mega vielen Dank dafür. Gerne. Ich hoffe, wir wiederholen das nochmal. Ich hoffe es auch. Ja. Hat Spaß gemacht. Wir waren ja gut beieinander. Ja. Natürlich dumm gelaufen, aber ja. Komm wieder. Wir machen das nochmal zusammen, denke ich. Ja, ich hätte Bock drauf. Und ja, Glückwunsch nochmal. Dankeschön. 2 Siege, 2 Pokale auf dem Auto, 2 Flaschen Champagner, beide alleine getrunken. Alles schon weg. Chris teilt gerne. Und ja, ich freue mich drauf. Wir sehen uns sowieso beim Essen und in Veranstaltungen. Ist wirklich refreshing hier. Das ist einfach, das ist Familie. Geiler Typ, der Mathis. Kann ich nur zurückgeben, hier ist der Spiegel. Also, okay. Viel Spaß, ciao. Den Typen sehen wir wieder. Ja, hier stehe ich jetzt mit jemandem, der das HK von HK Engineering ist, mit Hans Kleisel. Der Name ist weltbekannt, die Nummer 1 weltweit, wenn es um Restauration von 300 SL geht, wenn es um Handel geht. Und ich durfte schon mal bei euch zu Gast sein, du hast mir schon mal ein bisschen was gezeigt. Faszinierend, die Marke, die du aus deinem Unternehmen gemacht hast. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du mir das Vertrauen auch ausgesprochen hast, dieses Auto zu fahren. Wie waren so deine Erwartungen vor dem Rennwochenende versus... Wie sind Sie jetzt, nachdem das Rennwochenende durch ist? Also mir war ja klar, dass wir hier nicht vorne mitfahren würden, weil vom Baujahr her also viel modernere Autos dabei sind. Ja. Und auch wir als GT-Fahrzeuge unterwegs sind und unsere Konkurrenz reinrassige Rennautos sind. Mhm. Und insofern habe ich mir gehofft, also im guten Mittelfeld abzuschneiden. Und ihr wart ja beide super unterwegs, bis leider dieses Malheur passiert ist. Und da war ich sehr, sehr glücklich drüber. Vor allen Dingen, dass du, wo du ja zum ersten Mal so ein Auto gefahren bist, da gleich so gut unterwegs warst. Ja, das war echt wirklich bewundernswert, muss ich sagen. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ja. Danke. Kann ich nur zurückgeben. Also. Ja. War top vorbereitet, das Auto. Und ich meine, wir haben es im Qualifying schon gesehen, dass ich 0,15 Sekunden nur hinter Chris war, bei Rundzeiten von 2,18, 2,19, die man so gefahren ist. Mhm. Und im Rennen sind wir dann ja auch in der ersten Rennhälfte, wo ich noch dabei sein konnte, 2,19er Zeiten gefahren, noch 13 schneller als Chris mal zu sein. Und der Mario hat ihm das übrigens gesagt, ey, der Mathis war schneller. Und dann sagte der Chris aber, ja, aber ich bin angekommen. Da hat er recht mit, ja. Ja. Hans, magst du ein bisschen was erzählen vom Hintergrund? Ich meine, du bist ja kein weißes Blatt Papier, sondern du hast jahrelange Erfahrung mit diesen Autos, selbst hinterm Lenkrad. Magst du uns ein bisschen Einblick dazu geben? Also ich war, glaube ich, im Jahr 95 das erste Mal hier beim Oldtimer Grand Prix. Und ja, also ich war auch vorher natürlich immer da, weil mein Herz natürlich nicht nur für alte Autos schlägt, sondern besonders für alte Autos, die in Aktion sind. Ja. Ne? Und er war ja immer hier und was halt auffiel, ist, dass da keine Mercedes und keine 300L dabei waren. Also die ganzen Engländer waren da. Okay, es war damals auch die Vorkriegs-Mercedes da. Mhm. Und die Italiener viel, aber eben ein einziger 300L, der verloren hinten nachfuhr. Ja. Mhm. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, wenn früher die 300L alles gewonnen haben, dass das jetzt nicht mehr geht. Ne? Und da habe ich gedacht, also jetzt fängst einfach mal an. Und habe damals also meinen eigenen Flügeltürer, den ich damals hatte, ohne irgendwie was dran zu machen, einfach genommen und bin hier angetreten. Ne? Mhm. Und habe so meine ersten Erfahrungen gesammelt. Und sind wir natürlich auch so, sagen wir mal, im hinteren Mittelfeld gelandet. Und haben dann gemerkt, also wo wir ansetzen müssen, um uns zu verbessern. Und naja, dann haben wir halt von Jahr zu Jahr dieses und jenes verbessert und sind immer weiter nach vorne gekommen. Und ja, immerhin waren wir, eigentlich 99 waren wir schon so weit, dass wir richtig vorne gefahren sind. Da habe ich ja damals, wo ich heute noch sehr stolz drauf bin, die Carrera Panamericana gewonnen, also die historische Wertung von allen Fahrzeugen damals in Mexiko. Das ist schon eine Leistung, und, ja. Und also bis heute probieren wir immer, uns zu verbessern und fahren mit unseren GTs ja doch relativ weit vorne und sind Konkurrenten für die Maserati-Rennautos, die Jaguar D-Types und C-Types und ja, bin ich eigentlich sehr froh drüber. Ja. Ja, cool. Daraus aus dem Ansatz, und das ist immer das Schöne, du kennst es als Fahrerperspektive, du kennst es aus Technikperspektive,
das mit zu transportieren, auch für eure Kunden. Denn ihr habt ja auch Kunden, die sich auf dein Auto zum Beispiel einmieten, respektive auch Kundenteams, die ihre eigenen Autos mitbringen. Ja, also Schnellfahren hat mir schon immer Spaß gemacht und ich bin eigentlich, ich habe mich einfach irgendwann in 300L gesetzt und habe angefangen, mich auf der Rennstrecke mit dem Auto zu bewegen und das ging immer ganz gut und man hat ein bisschen dazu gelernt natürlich immer, aber sagen wir mal, ich habe auch Gott sei Dank ein bisschen Gespür für die Autos, kann also sagen, wo mein Auto verbessern kann, wo Autos Probleme haben und so. Ja. Trotzdem ist so als kleines Rennteam in unserer großen HK, die ja hauptsächlich Autos restauriert, ganz gut entwickelt. Also ja, hab mein eigenes Rennteam und bin stolz drauf. Ja, kann es so sein. Und das Schöne ist, ich bin hier wirklich begrüßt worden, wirklich sehr, sehr herzlich, so wie ich ja einige auch schon vorher kannte, von verschiedenen Messen, Rennen und wir waren zum Classic Le Mans zum Beispiel, haben wir auch viel gesprochen. Und das hat sich hier fortgesetzt und wirklich auch über das Ereignis hinaus von gestern, die erste Frage war von allen wirklich erstmal, hey, geht's dir gut? Und das zeigt halt wirklich schon. Und Mario heute auch, der mir entgegenkam, wo wir das Auto dann in Probe gefahren sind und sagte, Matthias, ich kann dich dieses Auto nicht fahren lassen. Und ja, Tränen, die da geflossen sind bei Mario, zeigt einfach, wie viel Herzblut da drin steckt, nachdem die ganze Nacht durchgeschraubt haben und alles versucht haben, das Auto wieder einsatzbereit zu machen. Mhm. Ich trage die Entscheidung 100%. Sobald wir nicht wissen, was mit der Lenkung jetzt ist, wollen wir halt wirklich schauen, dass hier wird schon Sekt gereicht. Weil es gibt ja auch was zu feiern, ne, mit zwei Autos, die gut angekommen sind. Und da stehen die Kollegen auch schon. Wir kommen gleich dazu, glaube ich. Ja, insofern vielen, vielen Dank. Die Vorbereitung war mega. Das Arbeiten mit dem Team auch, die Disziplin wirklich zu schauen, Reifendrücke, Reifentemperaturen anzupassen und auch auf die Bremse auf den Fahrer zu hören, Eindrücke auszutauschen und dann eben auch das umzusetzen im Rennen. Hat wirklich viel Spaß gemacht und das Faszinierendste war halt wirklich, wie wir an einem Wochenende mal eben so zusammengewachsen sind. Ja, dafür möchte ich mich nochmal bedanken, dass es bei sich zu nicht zu danken, also ich denke, die Chemie passt bei uns und deswegen danke dir genauso, dass du also unser Auto so gut bewegt hast und mir tut es wahnsinnig leid, dass das passiert ist. Ausgerechnet dir irgendwie, wo du das erste Mal so gut unterwegs warst. Das, ich bin hier, glaube ich, die letzten 5 Male selber gefahren hier. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr im Nachtrennen mit auch ohne Bremse, aber ja, ohne Bremse übertrieben. Also habe nur so eine halbe Bremswirkung noch gehabt und musste also ganz vorsichtig fahren, immer so den roten Lichtern hinterher. Immer im Bewusstsein, dass die Bremse von denen wahrscheinlich viel besser ist. Ne? Ja. Also das war so schon ein sehr schwieriges Rennen letztes Jahr. Aber trotzdem, Auto hat durchgehalten bis zum Schluss und ich bin gut angekommen. Ja. Nebenbei bemerkt, 2 Tage später, gegen eine Glastür bei mir zu Hause gelaufen, gemäß meinem Spruch, nichts gefährlicher wie zu Fuß gehen. Genau. Motorsport ist dangerous, sagt man eigentlich. Ja. Genau. Und na, es schaut, dass jetzt das ausgerechnet hier passiert ist, aber ich hoffe, wir haben noch öfter und lange Gelegenheit, dass wir zusammen hier das eine oder andere Rennen bestreiten. Ne? Lieben gerne. Sehr, sehr gerne. Hans, dann darfst du jetzt den Sekt genießen und mit dem Rest des Teams feiern und ich komme gleich mit dazu. Vielen, vielen Dank und wir kommen euch. Hoffen wir sehen uns bald. Genau, in Polling dann besuchen. Vielen Dank. Und dann nehmen wir euch mit. Ciao.